Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das ist ein Video, das schon sehr, sehr, sehr oft angefragt wurde. Nämlich ein Video zu meinen ganzen Piercings und meinen Antworten auf eure Fragen. Für diejenigen von euch, die das nicht wissen, ich habe in meinem ganzen Leben, ich bin jetzt 31, über 30 Piercings gehabt. Also wirklich von bis an verschiedensten Stellen, verschiedenste Arten. Und ich bekomme da sehr, sehr häufig Fragen zu. Gestellt und ich dachte mir, ich nehme mir mal Zeit für ein Video, in dem ich euch Fragen beantworte, die meine Follower mir auf Instagram gestellt haben zu diesem ganzen Thema. Ja, darum geht's heute in diesem Video. Ich habe die Fragen hier vor mir auf dem Handy. Da habe ich ein paar ausgesucht, damit sie sich nicht zu sehr doppeln und sonstiges. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Welche Piercings hattest du alle? Ich hoffe, ich kriege alle zusammen, Digis, weil es ist teilweise über 15 Jahre her. Ich gucke mal in den Spiegel und gehe einfach von Kopf bis Fuß runter. Ich habe diese drei Dermal Anchor gehabt. Dann hatte ich hier ein Septum, dann das hier. Hier hatte ich eins. Hier hatte ich 5 Stück. Augenbraue hatte ich. Dann hatte ich alles Mögliche am Ohr. Also ich hatte hier die ganzen Ohren voll. Hier, hier. Aber ich glaube, das war eher auf der rechten Seite alles. Diese ganzen Geschichten. Hier hatte ich ein Piercing. Hier glaube ich auch. Alles am Ohr. 5 Stück hier. Dann hatte ich hier, ich glaube, das waren auch 5 oder 6 Stück. 2, 2, 1. Müssten 5 gewesen sein. Dann hatte ich am Bauch 10 Piercings. 5 rechts und 5 links. Mein Mann hat mich damals kennengelernt. Er sagte Flugzeuge, Landebahn. Dann hatte ich ein Bauchnabelpiercing. Dann hatte ich auf dem Venushügel, wo man sich rasiert, ein Piercing. Dann hatte ich hier so 2 von denen hier. Und das müsste es, glaube ich, gewesen sein. Also fast 30, weil viele halt am Ohr. Ich glaube, ich hatte zu meinen Höchstzeiten hier insgesamt 15 Dinger nur am Ohr. Also das sind halt alles die verschiedensten Piercings, die ich hatte. Das, genau, das in der Lippe habe ich auch noch. Und ja, das hat sich mit den Jahren entwickelt. Viele habe ich wieder entfernt, viele habe ich drin gelassen. Also die habe ich schon bestimmt 10 Jahre. Das ist aber auch Glück bei mir, dass sie halten. Und ja, da habe ich schon einige Erfahrungen, was... Ah, nochmal, Nase hatte ich auch. Das war sogar mein allererstes Piercing. Fällt mir gerade ein, wo ich das Loch sehe. Hier wollte ich, habe es aber gelassen, weil ich Brillenträgerin bin. Das müsste es jetzt aber auch gewesen sein. Also es waren sehr, sehr viele Piercings. Welches Piercing tat am meisten weh? Welches war am schwersten zu pflegen? Das Ding ist, und das hat mich von vielen unterschieden, mein Piercer hat eine Ausbildung als Anästhesist gehabt, wodurch er mit einer Spritze alle Stellen betäuben durfte. Ich habe von all meinen Piercings, außer am Ohr und irgendeins, ich glaube Nase war das mal, keins ohne Betäubung gemacht. Also immer mit einer Betäubungsspritze und sonstiges. Deswegen kann ich dir nicht so viel zu den Schmerzen sagen, ehrlicherweise, weil, ja, die Spritze tut halt weh und das Piercing an sich, weiß nicht, ob sich der Spritzenschmerz so sehr vom Piercing-Schmerz unterscheidet, weil teilweise kriegst du ja auch mehrere Spritzen, also auch hier. Ich habe ja viele auch auf einmal stechen lassen. Die habe ich alle auf einmal stechen lassen. Ich glaube, die 10 am Bauch. Nee, da, die habe ich in 2 Sitzungen stechen lassen, so. Und die meisten Piercer dürfen das natürlich nicht. Er hat halt diese Ausbildung gehabt und war auch früher als Anästhesist tätig, deswegen durfte er das. Deswegen mit den Schmerzen kann ich nicht so viel sagen. Ja, von den Spritzen her, die waren nie super angenehm. Also gerade in so einem Bereich wie Speckbauch, also wenn auf dem Speckbereich, sehr doof. Hier im Gesicht ist natürlich auch nicht schön gewesen von den Spritzen her. Und am schwierigsten zu pflegen fand ich diese Dermal Anchor Piercings gerade im Gesicht, weil es war bei mir so, ich musste sie 4 Wochen lang jeden Tag reinigen mit Desinfizierzeug. Ich hatte immer so Q-Tips, habe die desinfiziert, habe ein Pflaster drauf getan und habe dieses Pflaster, damit sie halt geschützt sind, weil die müssen in der Haut quasi verwachsen. Die könnte ich jetzt selber auch nicht entfernen, weil sie in der Haut implantiert sind. Ich könnte nur den Stein hier oben entfernen. Die müssen ja mit der Haut verwachsen und da muss nur eine Kacke passieren und schon reißen sie raus. Zum Beispiel diese Piercings am Handgelenk haben bei mir nicht mal 24 Stunden gehalten und ich hatte von denen hier ja richtig viele. Also diese Dermal Anchor hatte ich ja hier 5-mal, 10-mal am Bauch, am Handgelenk und nirgendwo haben sie gehalten, außer hier. Und die waren von der Pflege am schwierigsten, weil 30 Tage im Pflaster ab, rauf. Reizt natürlich auch sehr deine Haut, sehr unangenehm. Sehr schwierig, ist wirklich eine Glückssache, ob sie sitzen, weil wenn sie jetzt zu sehr rausstechen, also rausgucken, sieht es nicht gut aus, sind sie viel zu tief in der Haut drinne, können sie mit der Haut verwachsen, habe ich auch schon ein Problem gehabt, gerade am Bauch, dass sie unter die Haut gehen und Haut drüber wächst und das tut schweineweh, also nur Drama und die Pflege hiervon war da das Schwierigste. Also das sind auch die kompliziertesten Piercings, die ich so hatte. Welche Piercings hast du heute noch?
Ich habe heute nur noch die Piercings, die ihr sehen könnt. Also die drei hier, das hier oben und das in der Lippe. Hast du bei dem Piercer auf seinen Ruf geachtet oder war es dir egal? Mir war das super wichtig, weil, Bro, du hast nur ein Gesicht, verkack es nicht. Und ich habe damals nicht so weit gedacht, dass Piercings es ja auch ein bisschen versauen können oder die Narben im Nachhinein. Aber ich habe dran gedacht, wenn er das dumm und schlecht sticht, kann es viel versauen. Ich habe viele Freunde gehabt, die halt günstigere Piercer genommen haben oder so Piercing-Flatrates gab es damals. Komm mit deiner, mach zwei Piercings, das dritte ist gratis und so ein Scheiß. Und die mega Probleme hatten, das wollte ich nicht. Ich wusste, mein Piercer ist sehr gut. Ich habe fast, also ich glaube, bis auf mein Nasenpiercing habe ich alle Piercings auch dort machen lassen. Er ist leider nicht mehr tätig, aber ich will ja auch keine weiteren Piercings mehr machen. Das hat sich dann irgendwann so mit Mitte 20 war das Thema erledigt. Ich wusste, er ist gut, er weiß, was er tut. Ich war immer dort gut beraten. Ein Bodytempel in Schleswig war das übrigens, falls das für euch relevant ist. Ich wollte da nie sparen oder sonstiges, weil Bro, du fummelst in meinem Gesicht, du stichst da was rein. Da ist mir wichtig, dass dein Ruf gut ist, dass ich dir vertrauen kann, dass du dich auskennst. Und das war immer bei meinem Piercer gegeben. Bei welchem Piercing war der längste Heilungsprozess? Der längste Heilungsprozess war tatsächlich bei diesen Dermal-Enkern am Bauch. Das war die Hölle. Also die Piercings an sich sind echt schwierig. Und bei mir beim Bauch war halt immer speckig, egal ob ich dünn oder nicht dünn war. Es war immer, ne, ein kleiner Specki-Bereich und so eine weiche Haut und so viel Bewegung. Und dadurch gab es sehr viel Drama, dass die Piercings teilweise in die Haut gesunken sind, ich sie nicht selber rausholen konnte, dafür extra zum Piercer fahren musste, der das aufschneiden musste und rausholen musste und dann irgendwie ein Pflaster da drunter packen musste, damit es nicht wieder in die Haut sinkt, weil sich das Gewebe, wo es implantiert ist, entzündet hat, weil diese Dermal Anchor Piercings, müsst ihr euch so vorstellen, das ist so eine Platte mit einem Stab drauf, das wird in deine Haut implantiert, deine Haut wird, ich kann es hoffentlich ausreichend erklären, deine Haut wird aufgeschnitten, dann wird da reingeschnitten, dass diese Platte rein implantiert wird. Auf diesen Stab kommen diese Steine, die ihr seht, also ich könnte die nicht entfernen, ich musste sie auch immer beim Chirurgen entfernen lassen, wenn sie nicht selber rausgewachsen sind oder entzündet sind und sowas. Und der Heilungsprozess war Horror. Also viele denken halt, weil sie bei mir im Gesicht das sehen, oh, das ist so hübsch, oh, das will ich auch, oh, das scheint ja zu klappen. Ja, von, keine Ahnung, 15, 17, von 20 Piercings dieser Art haben halt drei mit Glück gehalten und hier hatte ich halt auch viele Probleme. Und der Heilungsprozess von Dermal Anchor war teilweise Horror. Also ich war so oft beim Piercer, weil es sich entzündet hat, in die Haut gesunken ist, man es nicht rausbekommen hat, es in der Haut entzündet war, geblutet hat, gestunken hat, geeitert hat, also Riesentamtam. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich mir das angetan habe, wenn wir darüber sprechen. Ich habe auch ein Video, da nehme ich euch mit, wo ich die 10 Piercings beim Chirurgen entfernen lasse. Wenn ich dann denke, verlinke ich euch das in der Infobox, das ist ein paar Jahre her. Aber der Heilungsprozess allgemein bei den Dermal Anchors war wirklich schwierig und schmerzhaft und hat sehr lange gedauert. Wie kann man das Abheilen fördern? Das Abheilen fördern kann man je nach Piercing immer, indem man es schön sauber hält, indem man im Vornherein einen Piercer hat, der gut arbeitet, weil wenn er nicht gut sticht, dann macht es das Ganze schwieriger. Wenn er jetzt zum Beispiel hier bei dem Piercing so einen Stab reintut, der viel zu kurz ist, dann drückt das die ganze Zeit gegen die Wunde, schon ist das Abheilen viel schwieriger. Wenn er dir hier jetzt als Beispiel einen Stab reintut, der sehr, sehr lang ist und viel zu viel Spielraum hat, reizt das auch deine Wunde und macht es schwieriger. Also das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Schritt, dass der Piercer weiß, was er tut und dass er es kann. Ansonsten immer gut desinfizieren, sauber halten, pflegen und wirklich auch an die Anweisung vom Piercer halten. Auch wenn man denkt, oh, das ist jetzt nicht mehr nötig oder oh, das geht. Halt dich dran, weil das ist eine offene Wunde und das kann Schweine wehtun, wenn sich da was entzündet oder Bakterien reinkommen oder es gereizt ist oder sonstiges. Und immer lieber zu früh als zu spät zum Piercer gehen. Ich hatte das zum Beispiel auch, ich nehme jetzt mal die als Beispiel, weil Dermal Anchor sind vielleicht nicht für jeden so üblich, dass ein Stab viel zu dünn war oder dass mehr geschwollen ist als geplant und ich dann viele, also warten dann, bis sie zum Piercer gehen oder es ihnen unangenehm oder sonstiges. Ich bin dann immer direkt hin und meinte, ey, das ist irgendwie gereizt. Ich glaube, ich brauche einen längeren Stab oder was da los ist, geschwollen. Also da war ich auch immer sehr, sehr offen in der Kommunikation und wurde auch halt immer gut beraten und so. Warum hast du damit angefangen, dich piercen zu lassen? Ja, weil ich dumm war. Was soll ich dazu sagen? Weil ich irgendwie das hübsch fand, weil ich rebellieren wollte, weil ich es cool fand. Oh, ich bin 15, ich glaube 15 oder so. Ich habe Nasenpiercing, krass. Ich habe damals, ich glaube, mein Blinddarm wurde entfernt und meine Zimmernachbarin hatte Nasenpiercing und ich habe meine Mutter hammer genervt, dass ich auch eins möchte und sie hat es dann erlaubt und dann mit 18 bin ich völlig eskaliert und habe rebelliert und habe so angefangen mit diesen ganzen Piercings. Also ich weiß nicht, Digga, ich habe mich irgendwie besonders gefühlt und cool gefühlt, weil das hatte ja niemand so viele Piercings wie ich und es war eine ganz, ganz komische Selbstfindungsphase. Deswegen habe ich damit angefangen. Also irgendwie so. Also ich habe auch nicht so krass, was heißt über die Konsequenzen nachgedacht?
ja, darüber, dass mein Piercer gut ist und so, aber ich habe nicht drüber nachgedacht, dass ich jetzt zum Beispiel mit 30 überall so viel Narben habe und dies und sowas. Also ja, das war halt ein ganz komischer Selbstfindungsprozess. Erwachsen werden, cool sein. Ja, Digga, hä, wer sagt denn, dass Piercings cool sind? Hattest du ein Bauchnabelpiercing, findest du schön? Ja, ich hatte ein Bauchnabelpiercing. Einmal dieses reguläre, was oben ist, und einmal diese 5 an jeder Seite. Ich finde Bauchnabelpiercing manchmal schön, aber nicht bei jedem. Also bei meinem Bauch zum Beispiel war es echt hässlich, weil ich habe einen großen Bauch, ich habe so Specki und mein Bauchnabel ist halt auch gar nicht hübsch. So, ne? Und es kommt immer auf den Bauchnabel an. Ich sag nicht nur, dass schlanke, trainierte Frauen ein Bauchnabelpiercing in meinem ästhetischen, optischen Ding tragen können. Also es gibt auch süße so Babybäuche, so ein bisschen Schwabbel und so, wo es schön aussieht. Aber es kommt immer drauf an. Bei mir fand ich es persönlich gar nicht schön. Deswegen habe ich es auch relativ schnell entfernt. Durch diese Reihen hier habe ich mich irgendwie sexy gefühlt, obwohl das irgendwie gefühlt niemand gesehen hat. Hammer dumm, keine Ahnung. Aber am Ende muss jeder für sich selber wissen, was er da wie schön findet oder nicht. So. Welches Piercing fandest du im Nachhinein am blödesten an dir? Diese 10 Dinge am Bauch waren irgendwie schon dumm. Also ich zeige euch das jetzt mal so ein bisschen. So, guck mal, das ist mein Bauchnabel, der ist halt echt null hübsch. So, hier seht ihr die Narbe von dem anderen, von dem ersten Piercing. Und hier seht ihr die ganzen Narben von diesen 5er Piercings, weißt du? Siehst du das? Und das war halt im Nachhinein irgendwie echt dumm. Ich muss das alles chirurgisch entfernen lassen. Das war schweineteuer. Muss ich natürlich selber bezahlen. Klar, Digga. War echt eine nervige Nummer. Also das fand ich irgendwie im Nachhinein so richtig so dumm. Wie lange hast du deine Dermal Anchor schon? Wachsen sie raus? Ich kann es euch ehrlicherweise nicht sagen, weil dafür habe ich zu viele Piercings in meinem Leben gemacht. Die hier habe ich mindestens schon seit 10 Jahren. Das weiß ich. Sie wachsen nicht raus. Also der hier in der Mitte ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie gut man das in der Kamera sehen kann, sticht so ein bisschen, steht so ein bisschen ab. Das finde ich jetzt nicht so schön. Ich hänge dann da manchmal immer und drehe so ein bisschen. Ich fasse das dann so an und drehe so die Kugel rein. Aber es ist bis heute so, nach über 10 Jahren mit dem Piercing, dass es manchmal gereizt ist, dass es manchmal wehtut. Oder selten mittlerweile, aber es passiert, dass es unter dem Piercing, wo es implantiert ist, stinkt nach Eiter, weil es irgendwie gereizt ist. Also das ist halt so ein Ding. Sie wachsen nicht raus, aber alle anderen, also 15, 17 Stück sind halt rausgewachsen. Und die anderen, die ich hier alle an Dermal Anchors hatte, habe ich teilweise nicht lange gehabt. Das hier hat 24 Stunden nicht mal gehalten. Die hatte ich vielleicht ein Jahr, 2 Jahre. Ich glaube auch ein Jahr oder so. Die sahen aber auch nicht so geil aus von vorne, ja. Aber von der Seite, die waren nicht schön auf der Haut, weil das kann der beste Piercer teilweise nicht beeinflussen, sondern einfach deine Haut, dein darunter und alles, ne. Die haben sehr herausgeguckt, das finde ich dann nicht hübsch. Die am Bauch hatte ich vielleicht auch 2 Jahre oder so, 3. Ich will nichts Falsches sagen, aber ich hatte halt auch nur Probleme mit denen. Also gefühlt war immer eins irgendwie entzündet, gereizt, tat weh oder sonstige Sachen. Das war halt echt nervig. Also ich hatte vielleicht immer mal 2-3 Wochen Ruhe und dann wieder Drama, ne? So mit denen am Bauch. Zu welchem Piercing würdest du persönlich abraten, sei es wegen der Stelle oder sowas? Dermal Anchor. Davon würde ich definitiv abraten, weil ich einfach weiß, wie viel Drama es damit gibt. Ich habe so viele Follower, die mir schreiben, oh, du hast diese Piercings im Gesicht, oh cool, ich will die auch, oh, ich mach mir die auch oder bla. Und ich denke mir so, da gehört so viel dazu, das ist halt pures Glück und ein qualitativ krasser Piercer, dass das hier gehalten hat. Ich kenne auch ein paar, die sowas haben, wo es hält. Ich kenne aber auch ein paar, sorry, wo ich es persönlich nicht so hübsch finde. Ist ja auch von jedem der eigene Geschmack, weil die dann doch sehr tief in der Haut sind. Also ich kann es euch nicht zeigen, aber wenn so ein Piercing ganz krass 100% so auf der Haut sitzt, feiere ich das auch nicht. Wenn er so wie hier zu sehr raussticht, finde ich es auch nicht so hübsch, aber das ist halt ein Piercing. Da muss der Piercer schon gut sein und es sind so viele Faktoren, die man halt nicht berechnen kann. Das finde ich halt am kompliziertesten vom Stechen, vom Halten, vom Optischen, also viele Stufen, bis das Piercing echt gut ist. Da ist so ein Lippen- oder Nasenpiercing vielleicht einfacher, da muss einfach gut gestochen sein, es sollte nicht so krass anschwellen, muss ein bisschen pflegen, fertig. Hier kommt es drauf an, wie verwächst es und die und ist es zu tief gestochen, zu niedrig gestochen, ist ja ein Unterschied, als ob du einfach irgendwo durchstehst, hält es, sitzt es gut. Also das ist so ein Piercing, davon würde ich auf jeden Fall abraten, das würde ich auch nicht nochmal machen, weil ich einfach gesehen habe, wie viel Drama es gibt beim Abheilen, wenn es dann abgeheilt ist, wie viel Drama immer wieder kommt. Du musst einmal nur dumm am Bauch liegen und schon ist es vielleicht gereizt, weil du übers Piercing gegangen bist und es ein Stück rausgerissen hast. Du duschst irgendwie, du vergisst es in dem Moment, bam, ist mir schon 1000 Mal passiert, schon hast du dein Piercing ein bisschen rausgerissen, schon ist entzündet, schon blutet das, schon stinkt das nach Alter und Drama und. Also wenn, dann würde ich von dem Piercing abraten. Wie ist der Alltag mit dem Piercing auf deiner Lippe? Muss man was beachten?
Nö, also das war auch eins meiner ersten Piercings, nachdem ich 18 war. Und ich, worauf man halt achten muss, ich weiß noch, es war am Anfang sehr schwer, mich dran zu gewöhnen, mit einer Gabel zu essen. Also ich musste wirklich sehr, sehr, sehr langsam essen, damit die Gabel sich nicht dran festhakt und es rausreißt. So, das war schon komisch. Und am Anfang hast du ja einen längeren Stab, weil deine Lippe sich anschwillt und sonstiges. Ich habe mich für so einen Plastikstab entschieden. Das fand ich auch von der Flexibilität ganz gut. Man gewöhnt sich mit der Zeit dran und irgendwann ist es für dich nicht mehr da. Ich habe ja meine Piercings halt auch sehr, sehr viele Jahre. Aber die Anfangszeit, das Gewöhnen, das ist halt schon so ein Prozess. Das dauert auf jeden Fall, weil du hast da plötzlich etwas, das willst du nicht rausreißen. Und da musst du halt immer so ein bisschen drauf achten. Und dieser Stab wird ja erst nach und nach verkürzt. So. Bereust du eins deiner Piercings? Ah, ich bin so ein Typ, also bereuen nicht unbedingt, aber wenn ich es nochmal machen könnte, würde ich es halt nicht nochmal tun. So, also ich finde meine Lippenpiercings ganz schön. Ich nehme sie mittlerweile auch gar nicht mehr so bewusst wahr. Also wenn ich in den Spiegel gucke, die gehören halt zu mir so. Trotzdem weiß ich auch, wie ich ohne aussehe, ist auch ganz hübsch so. Aber im Nachhinein hätte ich die meisten meiner Piercings nicht gemacht. Also im Nachhinein glaube ich, klar, das ist so ein Markenzeichen, macht mich ein bisschen besonders. Wenn die jetzt ohne Probleme da gewesen wären und nie Drama da gewesen wäre, hätte ich die vielleicht gemacht und das, was hier habe und das war's. Aber alle anderen, Augenbraue hat halt auch immer so eine Außenwirkung. Hier ist halt auch immer so ein Ding. Muss jeder am Ende für sich selber entscheiden, aber ich persönlich mit dem ganzen Drama, mit dem ganzen, das ganze Geld, Entzündung, die es rein, raus, haben, wird die meisten im Nachhinein nicht nochmal machen. Hattest du auf dem Venushügel ein Implantat und welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Auf dem Venushügel hatte ich ja, das war, sorry, kein Dermal Anchor, sondern das war ein Surface Piercing. Das ist quasi, das hier ist in der Haut und hier sind die Kugeln. Meine Erfahrungen damit sind halt, ja, Digga, hat halt keinen Mehrwert. Optisch, ja, okay, wenn du jetzt irgendwie Piercings an deiner Mumie hübsch findest oder da drauf. Also da drauf und dran ist nochmal ein Unterschied, ne? Es war ja wirklich, also hier so, ne? Da, wo man sich rasiert, so zwei Kugeln. Juckt jetzt niemanden, hat jetzt auch niemand krass gesehen. Also eigentlich hat es nichts gebracht außer Drama. Probleme beim Rasieren, entzündete Haare an den Stellen, die dann wehtun. Du kommst dagegen, es reibt an der Unterwäsche. Da hat halt eh niemand wirklich gefühlt gesehen. Also hätte ich nicht nochmal gemacht. Also war jetzt, ich weiß nicht, wie ich drauf kam, aber wäre jetzt nicht etwas, was, also würde ich nicht empfehlen. Wenn jetzt du dir das wichtig ist, wie das dort optisch aussieht, da, ne, in dem Bereich, mach. Aber wenn du es halt auch damit hübscher findest, aber für mich, es war jetzt, also eigentlich hat es nur Drama gebracht, so. Die habe ich auch relativ schnell, oder dieses Surface habe ich auch relativ schnell wieder entfernen lassen. Denkst du, so ein genanntes Migräne-Piercing hilft? Ich weiß es nicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr Erfahrung habt mit einem Migräne-Piercing, ob es euch geholfen hat. Würde mich sehr interessieren. Ich lese ja auch immer alle eure Kommentare und auch der Community untereinander hilft es. Ich habe auch mal drüber nachgedacht, habe es dann aber nicht gemacht, aber schreibt mir gerne, was ihr darüber denkt. Ich weiß nicht, ob es hilft. Ich weiß, dass Akupunktur manchmal helfen kann und vielleicht so ein Migräne-Piercing auch, weil es in die Richtung geht, aber selber, ich habe keine Erfahrung damit und kann es auch nicht beurteilen. Kann mir aber vorstellen, dass es helfen könnte. Wie groß waren deine Tunnel? Meine Tunnel waren 1,4 cm, 14 mm. Sind die dann zugewachsen oder könntest du immer noch Stecker durchstecken? Meine Piercing-Löcher sind eigentlich überall zugewachsen, außer die Tunnel. Hier seht ihr das noch, hat meine Ohren richtig verkackt. Also eigentlich ist alles zugewachsen. Ich wüsste jetzt nichts, wo ich nochmal was durchstechen könnte. Hast du einen guten Piercing-Shop? Ich habe meine Piercings immer bei meinem Piercer gekauft. Ich habe noch nie in einem Online-Shop Piercings gekauft, deswegen kann ich euch da nicht helfen und kann euch da nicht beraten. Ich habe eine Nickelallergie, deswegen war mir das auch sehr wichtig, dass ich immer gute Materialien bei meinem Piercing habe. Ich kann euch gerade nicht mehr, ich glaube Chirurgenstahl hatte, ich weiß nicht mehr, ich will nichts Falsches sagen, aber ich habe die immer bei meinem Piercer vor Ort gekauft. So, da wollte ich jetzt nicht sparen oder dies oder das. Wenn ich Wünsche hatte, hat er halt geguckt, ob er sowas findet. Und die letzte Frage. Wie hast du den Tunnel wegbekommen? Zunähen? Ich habe meine Tunnel nie wegbekommen. Das Ding ist auch, ich habe mir Tunnel stanzen lassen. Gott sei Dank war ich so schlau und habe es am zweiten Ohrloch gemacht, weil ich gerne Ohrringe tragen wollen würde. Und ihr seht das. Ja, okay, der ist zu dick. Okay, der ist auch zu dick. So ein Q-Tip. Passt da halt noch durch. Ja, der ist sogar benutzt, den muss ich noch von meinem Make-up gerade. Also das sind halt so Löcher, das schockt halt gar nicht. Ich habe das stanzen lassen, ich habe die nicht zubekommen, ich habe sie nicht zugenäht, ich habe es einfach so gelassen. Ja, jetzt wo ich was durchgesteckt habe, sieht es ja natürlich größer aus. Hier seht ihr, wie es aussieht. Es hat halt meine Ohren echt versaut. Echt schade, ich habe sie nie krass gedreht. Also ich habe ganz, ganz kleine gehabt und dann habe ich relativ schnell es stanzen lassen und habe es nie wegbekommen. Also ist halt immer präsent, sieht halt aus wie so ein A-Loch an meinen Ohren, schockt halt gar nicht. Würde ich mir halt auch an eurer Stelle doppelt und dreifach
einfach überlegen, ob ihr wirklich Tunnel haben wollt. Ja, also ich habe die nie wegbekommen. Ich habe darüber nachgedacht, glaube ich, die zunähen zu lassen. Ich hatte aber dann nicht das Geld. Das hätte man auch beim Chirurgen selber bezahlen müssen und so. Und ich dachte, ach, scheiß drauf. Muss man halt selber wissen, muss man schauen. Und ja, das waren jetzt meine Antworten zu euren Fragen, zu meinen Piercing-Erfahrungen. Und ich hoffe, ich konnte damit so ein bisschen Klarheit in die Dunkelheit bringen und euch ein bisschen helfen oder vielleicht, ne, also ich wurde sehr oft von euch zu meinen Piercings gefragt und ich bin sehr gespannt darauf, was ihr mir so schreibt und was ihr über die ganzen Sachen denkt. In diesem Sinne, Digis, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.